Die Hochschule für Bildende Künste Dresden besitzt eine einzigartige Sammlung zur Künstleranatomie in Deutschland und in Europa. Es gibt eigentlich nur eine vergleichbare Sammlung. Das ist die Sammlung an der École des Beaux-Arts und in Teilen vielleicht auch noch in St. Petersburg. Die Sammlung wurde um 1800 gegründet und angelegt über mehrere Jahrzehnte, letztlich über zwei Jahrhunderte, bis 1985. Es sind auch danach noch einzelne Objekte dazugekommen. Der Kern besteht aber genau aus dieser zeitlichen Phase. Es sind Modelle aus Wachs, Gips, es sind Präparate, es gibt Kunststoffmodelle und sie zeigen die ganze Bandbreite des Modell- und Präparatebaus im 19. und im 20. Jahrhundert.